Was erreicht man in 24 Tagen? FIFA 23, Tag 20 und das Ganze natürlich ohne FIFA Points. Willkommen zu einem weiteren Tag meines Adventskalenders und an der Stelle auch nochmal Dankeschön, wie gut dieser Adventskalender bei euch ankommt. Wir starten die Episode mit 1-2 Packs, glaube ich. So ist es. Gruppe B Essenz Pack, super geil. Aber auch ein Prime Goldspieler Pack, was wir gerade aus dem Season Pass bekommen haben. Außerdem hat EA endlich mal wieder eine Icon SBC rausgebracht und die werde ich heute in der Episode natürlich abschließen und ziehen und hoffentlich wird es dann eine Verbesserung für unser Adventskalender-Team, weil wir haben mittlerweile 670.000 Münzen auf der Uhr, also können uns da auch wirklich noch einige Spieler fürs Team kaufen. In letzter Zeit haben wir eigentlich nur darauf gewartet, dass endlich mal so eine SBC rauskommt und jetzt ist es soweit. Und da gehen wir natürlich rein. Ansonsten habe ich hier noch ein paar Spieler verkauft von den Weekend League Rewards von gestern. Falls ihr die Episode verpasst habt, checkt die auch sehr, sehr gerne ab. Das sind alles noch 83er Karten, die ich dann dem Verein hinzufügen kann, sobald ich keine 83er Karten mehr habe. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt rein ins Pack. Viele von euch haben mir auch geschrieben, ich soll den Cristiano Ronaldo abschließen. Der kostet 500.000 Münzen. Und hätte der noch Manchester United als Liga-Wappen, dann hätte ich den vielleicht auch gemacht. Aber er ist extrem schwer einzubauen. Sollte ich jetzt aus dem Icon-Pack irgendwie einen coolen Portugiesen ziehen, dann können wir darüber reden. Aber so eher nicht. Götze finde ich auch nicht so nice. Di Maria sieht sehr, sehr geil aus. Also wirklich sehr, sehr gut. Aber da haben wir halt schon Neymar und dann müssen wir auch wieder das ganze Team umbauen. Also falls wir einen Argentinier ziehen, mache ich vielleicht Di Maria. Falls wir einen Portugiesen ziehen, mache ich vielleicht Cristiano Ronaldo. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier rein ins Pack. 87er und 85er Team muss man abgeben. Das ist auf jeden Fall stabil. Wir haben sowieso noch Karten ohne Ende im Verein. Einen Manuel Neuer, einen Harry Kane, Kimmich. Also wir haben noch viel Futter, wirklich noch viel. Und wir haben ja sogar noch ein weiteres 20x84 Plus Pack im Verein. Ansonsten, was gibt es sonst noch so zu erzählen? Upamecano bekommt leider kein Upgrade. Argentinien wurde Weltmeister. Da gehen auf jeden Fall Props raus an die Männer. Haben sie auch verdient. So ist es nicht. Aber für meinen Upamecano war das dann natürlich nicht ganz so geil. Bin ich ehrlich mit euch. Depay hat auch schon sein Upgrade wegen Argentinien nicht bekommen. Also Argentinien hat es nicht gut gemeint mit mir. Aber naja. Jetzt gehen wir hier erstmal die erste SBC ab. So, erste SBC ist am Start. Alles natürlich First Owner aus dem Verein. So ist es. Geben wir ab. Danach haben wir gar nicht mal mehr so viel Futter, muss man sagen. Aber wir haben ja, wie gesagt, noch ein weiteres 20x84 Plus Pack. Das werde ich dann abschließen, sobald wieder eine SBC kommt, für die wir Futter brauchen. Vielleicht morgen oder übermorgen in der Folge. Wäre auf jeden Fall cool, wenn EA direkt nachlegen würde mit gutem Content, weil das war einfach über den kompletten Adventskalender eher selten der Fall, muss man leider sagen. Also da habe ich mir viel mehr erhofft. Viel mehr Gamble-Packs oder so. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber jetzt zum Ende des Adventskalenders nochmal immerhin so ein Icon-Pack, aus dem wir hoffentlich lacken werden. Kevin Trapp, einzige Karte der SBC, die ich kaufen muss. Also alles in allem 14.000 Münzen für die SBC ausgegeben. Haaland gebe ich ab. Den werden wir sowieso nicht mehr zocken. Also am Anfang von FIFA war der wirklich der heftigste Stürmer überhaupt. Aber mittlerweile gibt es einfach so viel bessere Alternativen. Und dafür bekommen wir jetzt sogar zwei Packs und das Mid- oder World Cup Icon Upgrade 88 Plus. Bitte EA, gönn uns was Gutes. Im ersten Pack war Yashin, der war in Ordnung, aber so am Ende des Tages passt er auch nicht in jedes Team rein, wegen seiner Nation. Aber naja, wir ziehen jetzt hier erstmal das Jumbo Premium Gold Pack und das Mega Pack, was man dafür noch bekommt. Mit ein bisschen Glück kann man da auch mal was ziehen. Wir haben sogar ein Brett drin aus Deutschland und das ist Mats Hummels. Leider nicht Süle, der wäre nochmal ein bisschen teurer gewesen. Aber das nehme ich erstmal mit. Und dann ziehen wir noch das Mega-Pack, 82 plus garantiert. Und wir ziehen eine Team of the Tournament-Karte. Kroatien, Perisic? Digga, das ist überragend. Richtig, richtig gut. Damit machen wir, glaube ich, 60.000, 70.000 Münzen wieder zurück. Irgendwas in der Art kostet der. Und der ist auch wirklich, Digga, 40k nur. Für so eine Karte wollt ihr mich eigentlich komplett... Nee, wirklich. Die Karte, es sieht so gut aus. So gut. Forster Skills, 5-Star Weak Foot. Klar, durch Kroatien ist vielleicht auch nicht die einfach einzubauendste Karte überhaupt. Aber den Preis kann ich nicht nachvollziehen, bin ich ehrlich. Packt mir erstmal auf die Transferliste. Falls ich Schuka World Cup Icon ziehe, dann könnten wir auch den versuchen einzubauen. Also, wir schauen einfach, was wir für eine Icon ziehen. Und je nachdem, was das für eine wird, bauen wir unser Team um die Icon. Aber dafür muss es auch eine gute Icon werden. Und das Pack ziehen wir jetzt. Haben wir das Vorschau-Pack. Erst wieder in 4 Stunden. Alles klar. Da würde ich sagen, ziehen wir das Ding heute nicht im Icon-Roulette, sondern im Stat-Reveal. Ganz klassisch. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein ins 88 Plus Mid- oder World Cup Icon-Pack in 3, 2, 1. Let's go. Dullen, bring uns Glück. Wir schauen zumindest zuerst mal, ob es eine World Cup Icon oder eine normale Icon ist. Es ist eine normale Icon.
Schade. Okay, dann gehen wir jetzt rein ins Stat-Reveal. Bitte einfach kein Torhüter. Hätte ich das sagen dürfen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Okay, wir haben... kleiner Fail. Okay, jetzt sollte... Nee. Okay, oh mein Gott. Okay. 93 Ausdauer, 88 Füße. Das sieht mir nach einem Verteidiger aus. Und davon haben wir eigentlich auch schon einige. 85 Verteidigen, 88 Füße. Tripling ist auch in Ordnung. Könnte auch ein Mittelfeldspieler sein. 84 passen ist auch gut. Komm, kann er schießen? Nee, kann er nicht so richtig. Oh nein, das ist übel schlecht. Es ist gar nicht gut. Es ist gar nicht gut. Oh nein, noch nein, noch nee. Roy Keane, Digga, was soll ich denn mit dem machen? Der ist nicht spielbar. Der ist nicht spielbar, Digga. Da kannst du wirklich besser einen Frankie de Jong, da kannst du einen Goretzka drin lassen im Team. Da haben wir unser ganzes Futter gewastet. Der ist wirklich gar nicht gut. Oh Mann, Alter, Jungs, ich bin absolut gebrochen. Was ist das denn? Der kostet 70.000 Münzen, also quasi Discard. Das ist wirklich böse. Also, beim besten Willen können wir den auch echt nicht in die Startelf packen. Da ist wirklich... jeder gefühlt besser. Das tut weh, meine Freunde. Das tut weh. Ja, da ist er. Aus Irland ist halt auch keine Nation, mit der man was großartig anfangen kann. Er würde sogar ins Team passen statt Goretzka. Das ist eigentlich nicht so nice, ne? Nee, passt halt wirklich gar nicht rein. Jetzt so im Nachhinein. Wenn ich den hier reinstelle vielleicht, dann bekommen Depay und Dembélé keine Chemie mehr. Also, ja, ich will den halt auch eigentlich nicht spielen, Mann. Auch mit der Nation können wir überhaupt nichts anfangen. Oh, Digga, wir ziehen einfach Yashin und Keen aus den Icon Packs. Wir werden hier echt rasiert, was die Packs angeht. Cola, Yashin und Keen kannst du eigentlich alle vergessen, leider. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Programmpunkt für heute. Wir gehen rein in den FIFA World Cup Team of the Tournament Cup und für alle Siege bekommt man sogar den schicken World Cup Pokal. Für mich ist der WM-Pokal auch der geilste Pokal überhaupt. Der sieht einfach zu nice aus. Wir starten das Ding an einem Montag, also sollten wir da eigentlich diese Woche sehr easy durchkommen, auch wenn wir es letzte Woche auch eigentlich ziemlich einfach geschafft haben. Wir gehen rein, FIFA World Cup, Team of the Tournament Cup und Herausforderungen sind quasi dieselben wie letzte Woche, bloß dass man keine World Cup Karten braucht. Und heute zocken wir dieses Team ein bisschen abgeändert zur letzten Woche, aber unserem Main Team auch sehr, sehr ähnlich. Maximal drei Nationen dürfen am Start sein. Wir versuchen heute natürlich direkt wieder die vier Siege mitzunehmen. So, Spiel Nummer 1. Schickes Team mit Messi Flashback. Perfekt, Digga. Und ich habe nichts geändert, aber es hat sich einfach alles bei mir umgestellt. Junge, oh Mann, Alter, wirklich. Wer zockt auch mit der Einstellung? Man checkt gar nichts. Ja, perfekt. Danke, Gegner. Da ist direkt das 1-1. Stark. Das sieht gut aus. Nkunku 2-1. Neymar. Auf Depay. Oh mein Gott. Der war nicht schlecht, der Trick. Och nee. Zweiter Schuss des Gegners. Moin Meister. Alles gut. Wir holen es schon. Da habe ich mir gar keine Sorgen. Da bist du doch, Depay, mit der Antwort. Digga, es ist zu krass, Mann. Sehr schön. Frankie, die Antwort. Und Depay mit der Entscheidung. Neymar darf auch nochmal rein damit. Junge, hat der Gegner wirklich jeder Schuss ein Tor und es wird bei jedem Tor gejubelt. Aber da ist er, der erste Sieg. Und beim zweiten bekommen wir schon das erste Pack und den holen wir uns direkt im nächsten Spiel. Let's go. Zweites Spiel, Upamecano. Da hat einer auch auf Frankreich gesetzt, so wie ich. Das ist richtig stark gespielt. Ich bin der Geilste mit Abstand, wirklich. Oh ja. Und auch das, also ich bin der Heftigste, sind wir mal ehrlich, Männer, oder? Und der Gegner quittet in der Halbzeit bei 2-0, kann ich verstehen. Ich habe ihn dominiert, wie man es von mir kennt. Und dann würde ich sagen, geben wir uns direkt das erste Pack. Da ist es, das erste Pack, Premium Goldspieler Pack. Und mit dem Pack habe ich echt so gute Erfahrungen gemacht. Deswegen heute auch gerne wieder EA, gönn mir den nächsten Team of the Tournament. Schon wieder ganz vergessen, dass wir ja sogar in der Episode schon Perisic gezogen haben. Deswegen rein da, Premium Goldspieler Pack, 80 plus garantiert. Die Lampe geht nach oben, aber
das ist nur ein 83er mit Fernando. Also da hatten wir definitiv schon bessere Packs. Wir schauen rein, was ist dahinter. Absolut gar nichts leider. Schade. Alles klar, dann gehen wir jetzt rein ins Spiel Nummer 3 und 4. Und der Gegner hat ein sehr krankes Team. Mit Zidane, Pavard hat er auch schon erspielt. Hilfe. Boah, Bro, wie der... Hä? Upamecano hat sich einfach komplett rasieren lassen. Usman, Alter, muss er machen, muss er machen. Das ist eine rote Karte im Normalfall. Oh, nice. Das sieht gut aus. Neymar 1-1. Und jetzt wird der Gegner quitten auf Ansage. Genau so ist es. Ich wusste direkt, dass das ein riesengroßer Hu ist. Naja, dann probieren wir es halt im nächsten. Und das Team sieht sehr, sehr ähnlich. Nkunku, Alter, der Hugo Lloris. Alter, wirklich, ich kann das nicht mehr. Dann muss es halt wieder so ein Finesse-Shot aus 50 Metern richten. Dieses Spiel ist einfach kaputt. Oh nein. Es ist so unverdient, ich meine. Es ist nicht in Worte zu fassen. Es tut so weh, es ist so unverdient, aber was willst du auch machen? Ja gut, damit werden wir heute leider nicht alle Packs in der Folge am Start haben. Hoffen wir, dass wir zumindest das letzte Spiel noch gewinnen können. So, rein ins letzte Spiel. Das gegnerische Team habe ich aus Versehen direkt geskippt. Alles klar, 1-0. Dieser Modus ist so verölt, schlimmer als die Weekend League, ich schwöre. Neymar, Digga, was ist denn mit den Torhütern in dem Modus? Let's go, Neymar 1-1. Keine Ahnung, was das schon wieder war. Sehr schön. Komm schon, Usman Dembele 2-1. Gegner meldet die Pause an. Und das ist der Quit. 3 aus 4 Spielen gewonnen. Ist okay. Das bedeutet, das 83 Plus Pack seht ihr dann hoffentlich morgen in der Episode. Dann müssen wir nur noch ein Spiel gewinnen. Und das Pack versuche ich dann natürlich auch direkt zu erspielen. 3 aus 4 für morgen. Das sollte drin sein. Und für mich heißt es jetzt, die World Cup Swaps weiter zocken. Ich habe hier noch 8 offen. Und ich habe irgendwo noch 7 offen. Und ja, wir müssen da auf jeden Fall diese Woche komplett reingrinden, damit wir das Hero Player Pick Pack noch mitnehmen können. Dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend wieder, wenn ich das alles erspielt habe. So, da bin ich wieder. Ihr seht, übrige Partien für heute 0. Ich habe alle 60 Partien weggezockt für die Swaps und habe nochmal richtig viele Swaps erspielt. Hier 6 Stück an der Zahl. Hier sehen wir es. Ich habe jetzt mit Brasilien angefangen. Da habe ich aber noch keinen erspielt. Die 8 muss ich alle noch erspielen und außerdem habe ich hier schon mal angefangen 4 von 6 Squad Battle Games zu machen. Also ich habe wirklich fast den ganzen Tag gezockt und ich habe das auch selber gespielt. Die meisten der größten FIFA-YouTuber lassen da immer Leute für sich zocken. Aber zu denen gehöre ich nicht, deswegen, das war auf jeden Fall ein anstrengender Tag, sagen wir es mal so. Ich hoffe, dass wir den Hero Player Pick dann spätestens in der Folge übermorgen öffnen können. Und das soll es von der Folge dann auch schon wieder gewesen sein. Den 19 Uhr Content sehen wir dann morgen wieder im Video. Ich hoffe, irgendwas Cooles. Wenn euch das Video gefallen hat heute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt hier noch ein aktuelles Video ab. Und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.